Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Thrones and Liberty. Halloween ist am Start. Gruselernte ist am Start. Okay, was sehen wir? Check-in. Ah, guck mal, jeden Tag gibt's hier was. Deswegen habe ich gesagt, jeden Tag hier reingehen, einfordern. Zack. Verpasste Tage ausgleichen. 0 von 5, okay? Tag 5 gibt's nochmal 2, Tag 12 2, Tag 18 2, Tag 19 2, okay. Okay, es lohnt sich wirklich einfach jeden Tag hier reinzugehen und sich hier den Mais abzuholen. Es ist einfach so. So, also das, was sowieso neu ist, ist natürlich hier das neue Dungeon, wofür man auch ein Zuckerhütchen braucht. Anforderung für Belohnungsansprüche. Und dann kriegst du hier Dimensionskürbisse. Sehr gut, damit kannst du Sachen kaufen im Shop, da gucken wir gleich mal rein. Und dann gibt es hier natürlich auch noch Skins, es gibt ein Amitoy, lass uns mal die Wahrscheinlichkeit überprüfen. 15, 15, 20, 10, 40, das kann man also easy schaffen. Zu 5% gibt es hiervon was, 100% Dimensionskürbis und 100% Überflussbündel. Also das ist das, was selten ist, zu 5%, dass man überhaupt eins davon bekommt, okay. Zwei verpasste Tage für 1000 ausgleichen. Check-ins ausgleichen. Einfordern. Ah, okay. Okay, also macht das alle. Alle ausgleichen, damit ihr direkt nochmal ein Hütchen bekommt. Und hier seht ihr schon, also das finde ich ganz cool, ne? Alles schön angepasst. Echt cool. Und hier gibt es irgendwo einen. Da hinten ist er. Und da gibt es den Typen, der, bei dem man vertauschen kann, diese Dimensionsmarken. Diese Dimensionskürbisse. Und hier kannst du dann auch alles kaufen. Also auch wenn du was nicht im Shop bekommst, im Dungeon bekommst, kriegst du ja diese Dimensionsmarken und damit kannst du die ganzen Sachen hier kaufen. Auf jeden Fall sehr cool. So, hier ist er. Der wandernde Händler. Gruselernte-Händler. Muss man dann halt suchen. Ne? Ist ein bisschen ass. Muss man überlegen, wo der ist. Also da ist die Stadt, Vienta. Und da muss man hier einfach mal komplett drumrum einmal gucken. Bin ich sehr gespannt, was gibt der. Okay, du kannst hier zwei Dimensionskürbisse auch einfach jeden Tag kaufen. Du kannst jeden... Okay, man muss das Koop-Dungeon gar nicht spielen. Du kannst hier auch einfach jeden Tag zwei Stück kaufen. Du musst überhaupt gar nicht den Dungeon machen. Du kannst einfach auch jeden Tag hier die Kürbisse kaufen. Und dann dafür dir die heftigen Sachen holen. Und jetzt kommen wir eigentlich zum krassesten von allem. Du kriegst hier für 4 Kürbisse, ich habe gerade 2 gekauft, ohne überhaupt irgendwas zu machen. Für 4 Stück kriegst du pro Woche 25 Eigenschaft-Freischaltsteine. Und ihr wisst, wie unfassbar selten die sind. Und das Event geht 3 Wochen, das heißt, du kriegst hier 75 Freischaltsteine einfach im Event geschenkt. Und das sollte sich unbedingt jeder holen. 75 Stück in diesem Event. Auch wenn du, sag ich mal, gar nicht mehr so viel spielst, keine Zeit hast für das Event oder so, oder den Koop Dungeon nicht schaffst oder den doof findest. Du kannst jeden Tag dir 2 Stück kaufen und einmal pro Woche für 4 Stück dir 25 Freischaltsteine holen. Das ist richtig, richtig huge. Ich bin total gespannt. Das ist jetzt für mich natürlich auch das erste Mal, was man hier machen muss. Man hat aus dem Trailer schon ein bisschen was gesehen. Es ist ein bisschen puzzelig, ein bisschen knobelig, ein bisschen gar nicht so viel fighten, glaube ich, sondern schon auch ein bisschen... Man kann mittlerweile auch zufällig machen. Was ist das denn? Zufällig gibt eine Belohnung irgendwie. Zufällige Spielersuche, Belohnung 1 Stern. Dimensionale Seelenscherbe, Ausdingsbums, dimensionale Essenzerlösung. Okay, dann gehen wir schon mal los. Ich bin sehr, sehr doll gespannt. Auf jeden Fall können wir schon mal festhalten, dass der Look ist richtig gut. Und ihr müsst überlegen... Ihr müsst ja immer überlegen, das ist ein Ding, das haben die nur für Halloween gemacht. Das ist in 21 Tagen wieder weg. Und dafür haben die sich sehr, sehr, sehr viel Mühe gegeben. Und ich lobe Dinge, die gelobt werden müssen. Und das muss wirklich einfach mal gelobt werden. Nicht, weil es game-changing ist oder so, aber da hat man sich richtig viel Mühe gegeben. Wirklich. Also das muss man wirklich einfach sagen. Da hat man sich richtig, richtig viel Mühe gegeben. Das ist das Beste an dem Patch mit dem Random Join in Koop Dungeons. Ja, es ist ja schon oft so, dass du echt lange suchst, ne? Wenn die das Game immer mit solchen Events füllen, dann Chapeau. Ja, wirklich Chapeau. Donny sagt es. Also wenn die das wirklich so weiter durchziehen, dann kann man dann nur den Hut vorziehen. Ihr habt alle schon mal Games gespielt, auch mit Events und sowas. Aber das ist wirklich, also das sucht seinergleichen. Sowas für ein Event. Also es ist keine Season oder sowas. Irgendwas, was später noch im Spiel drin bleibt. Das Ding ist nach 20 Tagen wieder raus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ding so drin bleibt oder nochmal wiederkommt. Klar, vielleicht nächstes Jahr, das schon. Aber das ist schon allerhöchste... Ja, das hat meine Anerkennung, auf jeden Fall. Sag mal, kann es sein, dass wir schon längst weiter können? Oh, wir können schon längst weiter, Leute. Das hat man auch im Trailer gesehen. Finde ich sehr cool. Also es sieht schweinegut aus, wirklich. Brauch Status.
Braucht Status-Kürbistransport. Mhm. Ah, man muss Kürbisse holen und zum Wagen bringen, dann fliegt er weiter. Oh nein, ich habe falschen genommen. Mit dem Kürbis eine Rolle gemacht. Das ist endlich mal... Also, ich mag das Dungeon sehr. Perfekt! Ey, wieso bin ich... Achso, okay. Okay, es geht weiter, Leute. Weiter in den Kürbistransport. Also, es geht wirklich überhaupt gar nicht darum, irgendwie hier heftig Gegner zu plätten im Dungeon, sondern einfach nur die Rätsel zu lösen. Alle, wieso kommt der nicht? Ich starte einfach scheiße gegen ihn. Wenn er da chillen will, soll er da chillen. Dimensionsvielbelegungstor. Meint ihr, wir kommen da unten hin? Oh, was? Die fliegen hier! Was? Okay, das soll man bestimmt so machen, ne? Und dann hier unten hin. Dahin. Oh, wer ist er? Kürbisaufpasser. Hauptmann. Eine Kürbiswache. Kürbis ihn weg. Du wirst weggekürbist. Alter, holy, wie gut haben die dieses Dungeon designt. Für den scheiß Halloween-Event, das so 20 Tage geht. Ich komme darauf nicht. Oh, was bin ich denn? Oh, 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 oh. Nein, ich bin hängen geblieben. Oh, 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 oh. Ich will auch da rein, ich will auch da rein. Kann ich springen? Ha, ich bin Kürbis. Das finde ich cool. Gefällt mir gut. Oh. Nein, ich bin gestorben. Oh, ich bin zu früh gelaufen. Oh, oh. Nee, das traue ich mir nicht. Alter. Ah, sag ich doch. War zu knapp. Das war zu knapp, mein Judster. Da wolltest du zu viel. Das ist gar nicht so einfach. Gefällt mir. Ich mag sowas. Nein! Wie schnell geht er denn wieder zurück? Oh, nö. Finde ich cool. Hat mal was ganz anderes. Ne? Bei den anderen Dungeons musst du immer so reingrinden und... Oh, 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 oh. Also es ist wirklich mal, dass ich wenig bis gar nichts zu meckern habe. Und das soll schon was heißen, sage ich euch. So, und jetzt da unten ist der Boss, oder wie? Ah, ich weiß, welches Dungeon das ist. Das ist Syleus. Abgrund von Syleus hier. Ich dachte schon, dass mir das irgendwie bekannt vorkommt. Und jetzt haben wir hier den Fürst Embergurt. Ist das der Endboss? Muss ja, ne? Ah, komm, wie cool er aussieht. Können wir ein Selfie machen? Can we take a selfie? Ist der Endboss. Bin sehr gespannt, ob er eine Wipe-Mechanik hat, was man machen muss. Bin gespannt. Ne? Key ist natürlich wieder nicht sterben, Leute. Passt schön auf. Okay, einfach mal aus dem. Okay, das kennen wir aber schon. Das kennen wir von anderen Bossen. Ich glaube, das ist so reused von diesem Zauberer, der hier auch drin ist. Cornelius. Wisst ihr, was ich glaube? Das ist Cornelius im Halloween-Kostüm. Der hat sich einfach nur verwandelt. Verwandelt. Der hat sich einfach nur verkleidet. Das wäre eine richtig geile Meta-Ebene, wenn das so wäre. Weil die Attacke kommt mir schon sehr ähnlich, sehr bekannt vor. Was mit ihm? Muss ich die retten? Wäre eine geile Meta-Ebene. Würde ich cool finden, wenn das so ist. Aber wenn es nicht so ist, ist es auch nicht schlimm. Oh, 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 oh. Was muss man machen? Hier. Durch die Blinkenden? Nee. Jetzt bin ich ein Kürbis. Lass mich raus. Haben wir es verkackt? Nee, okay. Das finde ich auch gut. Es ist echt... Also, noch keiner gestorben. Also, es ist anscheinend sehr... Ist gar nicht so schwer. Das ist doch super. Ein bisschen viel Leben, finde ich. Und ich fand das Dungeon jetzt auch nicht zu schwer. Also mit dem Wagen fahren zweimal, das kriegt man hin. Da mit dem Kürbis da durch, fand ich auch echt nicht schlecht. Was ist das denn? Ich bin eine Biene oder so. Ih, was bin ich? Was muss ich machen? Hab mich hingelegt. Hab absorbt einfach. Aber auch nur, weil ich so stark bin. Das wäre gar nicht gut gewesen. Aber ich glaube, das ist so ähnlich wie beim Tyrannen gerade gewesen. Ich habe es nur übel verkackt. Oh nö, nicht das wieder. Kann man dem ausweichen? Ah, nicht. Ah, man darf nicht durch die sich. Mann, ich kann nicht reden und gleichzeitig kämpfen. Nein, ich bin tot, hä? Nein, man braucht einen Kürbis. Du musst in den Leuchtekürzer, muss sich verwandeln. So rum wird ein Schuh raus. Ah, okay. Man muss sich verwandeln. Wenn er nicht mehr sinkt und sich umdreht, muss er auf den Boden. Einfach holst du dich grünes Licht. Ah, okay, gecheckt. Oh, können wir den nochmal machen? Ich würde den gerne nochmal richtig zeigen. Und erklären. Ah, guck, jetzt ist er umgedreht. Seht ihr? Und dann guckt er. Und dann dreht er sich wieder um. Und dann guckt er. Finde ich sehr cool. Und du musst zu ihm hin, um dich zu dingsen. Cooler Boss. Wieso ist Yakuza eigentlich wieder da? Kann ich mich wiederbeleben und daher noch? Man kann sich wiederbeleben und wieder mitmachen.
Lol. Okay, das ist ja. Nee, kann man doch nicht. Hä, wieso ist Yakuza wieder drin? Kann man doch rein? Kann man. Ah, man konnte drüber fliegen oder so, ne? Habt ihr mal gesagt. Okay, das ist super. Also, ich will nicht sagen easy gemacht, aber es ist natürlich sehr, sehr frustbefreit. Also, super. Super einfach. Das kann man gar nicht verkacken. Mega gut. Also, da haben die echt gute Arbeit geleistet. Also, ich komme nicht aus den Schwärmen raus. Richtig gut. Ich bin richtig begeistert. Ich bin echt beeindruckt. Es ist wirklich eine super Leistung, was sie hier abgeliefert haben. Sehr, sehr, sehr gut. Gefällt mir richtig gut. Ja, schreibt mal gerne eure Meinung unten in die Kommentare. Bin ich sehr gespannt, wie ihr das Event findet. Also, das, ich bin ganz ehrlich, das ist unhateable. Umsonst natürlich, läuft 3 Wochen. Du kannst alles umsonst erreichen, musst nichts payen. Klar habe ich jetzt hier einen Skin gekauft, so, aber den musst du auch nicht kaufen. Den habe ich auch nur gekauft, weil ich es Lucid noch hatte. Aber es ist ein super, super Event, wenn ihr mich fragt. Gucken wir hier noch eben rein, bestätigen. 500.000 Solan, 2 Kürbisse und ein Bündel. Das Bündel gucke ich auch nochmal eben rein, würde mich interessieren. Jetzt habe ich schon 4 Kürbisse und kann mir sofort 25 Freischaltsteine holen. Verwenden, was kriegt man da raus? Oh, das lohnt sich. Das lohnt sich richtig gut. Gefällt mir richtig gut. Wenn ihr nicht so Thrones of Liberty verpassen wollt, auf jeden Fall ein Follow da lassen, ein Like auf dem Video. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.